Hallo und willkommen zurück zu My Horse Club auf der Spur der Appaloosa und irgendwie so, ich brauche noch ein Pferd. Verdammt, ich brauche ja ein Pferd. Oh Gott. Oh, ich habe mich ja beim letzten Mal schon beschwert, dass diese Steuerung so kaken ist. Das ist ja gar nicht, dass mir gar nichts mehr dazu einfällt. Wo kriege ich denn jetzt mein Pferd her? Was seid ihr wahnsinnig? Ich brauche doch ein Pferd. Hallo? Wo soll ich denn jetzt... Wo soll ich denn jetzt mein Pferd hernehmen? Da. Oder was? Oder wie? Oder doch? Ja, aufsitzen. Mein Gott. Mach hin. Wir haben nur noch 4 Minuten. Da sind wir beim letzten Mal schon gescheitert. Es wird an der Zeit, dass hier was passiert. Wann passiert endlich was? Es passiert was. Wann passiert was? Jetzt. Okay, okay. Angeblich springt mein Pferd alleine. Ja. Das muss mir mal jemand sagen. Wenn ich mich mit der richtigen Geschwindigkeit und dem richtigen Winkel heranreite, dann springt angeblich mein Pferd alleine. Ja, tatsächlich. Das war das ganze Problem beim letzten Mal. Ich habe es nicht gerafft, dass das Pferd alleine springt. Das ist unglaublich, oder? Wie hat sie mich genannt? Mein Großer? What the hell? Was ist denn los mit ihr? Oh, das Geheimnis der Appaloosas, mein Gott. Das ist ein... Ach Gott, solche Loser einfach nur. Das ist unsäglich. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Halt durch! Yeah! Das ist so schlimm. Das ist einfach so unglaublich schlimm. Meine Güte. Oh Gott. Ja! Mein Gott! Was ist denn das hier? Moment, muss ich links? Ich weiß, du bist müde, mein Großer. Aber bitte streng dich nochmal an. Weißt du, sie meint das Pferd. Achso, ich bin aber auch müde. So ist es gut, mein Schöner. Das interessiert wieder niemanden. Er ist aber lieb, sie ist aber nett zu mir, ne? Sheriff Cooper, die Männer von Sullivan haben schon wieder die Wildpferde angegriffen, die unser Stamm schützt. Ah, oh, diese verdammten. Diese Pferde sind eine Gefahr für unseren Ort. Was? Und sie wurde von Moondance regelrecht zermalmt und liegt jetzt im Krankenhaus. Wenn wir die Bestie nicht eliminieren, wird es ein schlimmes Ende nehmen. Alles Lüge. Einer von ihren Männern hat mich angegriffen. Ja. Moondance hat mich gerettet. Mike, dieses Gehör ist wirklich frech. Du kennst Moondance so gut wie ich. Tut mir leid, Miss. Aber es fällt mir in der Tat sehr schwer zu glauben, dass ein Wildpferd einem Reiter von sich aus zu Hilfe kommen soll. Hä? Und dann auch noch gerade dieses Tier. Moondance ist dieser jungen Dame aber bis zu unserer Ranch gefolgt und erwartet brav auf ihre Rückkehr in unserer Koppel. Dieses Pferd ist sehr zutraulich. Ich kann es Ihnen beweisen. Junge Dame, hier zählen Taten, keine Worte. Kommen Sie zur Western Show. Wenn Sie mit Ihrem Wildpferd meine Jungs schlagen, werde ich keine Klage einreichen. Was? Ich werde Ihnen zeigen, wozu es fähig ist. Gott, bist du schlecht animiert. Ach. Vor allem hat doch gar keiner gesagt, dass das Pferd sie gerettet hat. Sie hat doch nur gesagt, dass sie angegriffen worden ist. Ach, Spiel. Du machst mich schon komplett kaputt. Dieses Spiel macht mich jetzt schon komplett kaputt. Du musst mir helfen. Ich muss mit Moondance für die Prüfungen der Western-Show trainieren. Ja, reit ruhig weiter in den Reihen. Ich weiß, Mike Cooper hat schon angerufen. Das wird nicht einfach sein. Schon recht. Die Männer von Sullivan sind super Reiter. Mhm. Trotzdem traue ich dir das zu, bei dem, was du schon fertig gebracht hast. Eala Vema erwartet dich im Steinbruch. Im Steinbruch. Er wird dir beibringen, wie man sich Moondance nähert. Der steht doch da drüben. Da steht er doch. Das ist der Steinbruch. Ja. Hier ist so viel Platz. Die haben hier nicht mal... Also die hätten da mal so einen scheiß Baum. Da stehen doch zwei, aber das ist doch keine Grafik. Wer programmiert denn sowas? Oh, was sind das für Leute? Bring es in den Stall zurück. Die bringt deine Mutter in den Stall zurück, Alter. Ach so. Bring es in den Stall zurück. Ja, chill dich mal. Meine Phrasen, dann stell dich halt andersrum hin. Mädchen. So, okay, komm. So, Moondancer. Gehst du wegen mit, hä? Moondancer. Kimmst mit? Mich nicht. Jetzt geh weiter. Nein, ich möchte mein Pferd nicht führen. Ich möchte das nicht, bitte. Okay. Gut. Oh, könntest du jetzt... So, kann ich es vielleicht loslassen? So, ja. Kann ich jetzt vielleicht weggehen? Nein. Okay, dann steige ich halt wieder auf, um dann wieder abzusteigen.
Oder muss ich das mit einem Lasso irgendwie einfangen oder what? Hast es dann langsam. Jetzt bin ich eine Dreiviertelstunde aufgestiegen, damit ich gleich wieder absteigen kann oder was? Ach nee, das ist raus. Ich kann hier gar nicht absteigen. Was ist das? Mohawk. Ah, Dressurfiguren. Okay, nee, das interessiert mich jetzt nicht. Und wie soll ich das... Hör auf, Mann! Drecks! Scheißmenü! Was ist denn jetzt? Wieso geht es nicht? Ah, da geht's weg. Okay. Sollte ich vielleicht da nicht hinreiten? Dann bringe ich erstmal meinen Horsi-Borsti in die Box, oder? So, zur Box. Ah. Ah, so. Und jetzt kann ich hier bei Foot... on Foot... Oh Gott, erstmal gegen die Wand rennen. Das ist schön. Da kommt Stimmung auf. Mein Gott, macht das Spaß. Ach, wie herrlich. Na? Na, da bist du ja, kleine Blume. Seitdem er dich kennt, ist Moondance wie verändert. Wir haben uns kurz unterhalten und ich glaube, dass ihr beide zusammen antreten könnt. Ach, er meinte, ich soll mein Pferd in den Stall zurückbringen. Ich glaube, er hat noch nicht ganz verstanden, dass du ihn mit einem Sattel reiten wirst. Wir müssen ihn erst daran gewöhnen. Das werde ich ihm schon beibringen. Geh immer weiter. Das werde ich ihm schon zeigen, wer hier wem einen Sattel aufsetzt. Alter, ist auch nur ein Sattel. Sei mal nicht so verscheißen, verdings. So wird er sich langsam an deine Anwesenheit gewöhnen. Hallo, der ist mir die ganze Zeit hinterher gestalkt. Und braucht sich nicht an meine Anwesenheit gewöhnen. Na, Muni. Du feiges Tier. Na komm schon. Na? Komm, du kennst mich doch schon. Lass mich doch ein wenig näher an dich heran. Möchtest du nicht, Moondancer? Guck mal, ich habe einen netten Sattel für dich. Den kannst du ganz aufessen. Ja, ja, das kannst du. Den ganzen Sattel kriegst du. Kannst du komplett... Kannst du dir aufessen, den Sattel. Geh ganz langsam auf ihn zu. Du darfst ihn nicht erschrecken. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Halte dich etwas abseits und bleib stehen. Hallo? Ich hab doch den... Das... Ach. Also manchmal, ja. Dann da... Also... Okay, ich gehe von vorne, ganz vorsichtig. So, hallo Moondancer. Ich hab da schon wieder einen Sattel für dich. Du kannst dir gern mal reinbeißen, wenn du das wollen würdest, tust. Aber mehr bitte nicht. Der war ziemlich teuer. Ich brauche ihn ja noch. So. Okay. Und jetzt kann ich ihn besatteln. Nein, was kann ich jetzt mit ihm machen? Was kann ich denn jetzt mit ihm machen? Ich glaube, jetzt passt es. Du kannst ihm den Sattel auflegen. Geiler Scheiß. Moondance hat sich wirklich in dich verguckt. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, ihn eines Tages mit einem Sattel auf dem Rücken zu sehen. Naja, er sieht krasser aus wie ein Zebra, oder? Oh, oh, Moondance. Lisa, du wirst noch alle eifersüchtig machen. Hm, hoffe ich. Los, Lisa, es wird interessant. Aber nicht durch ihr gutes Aussehen. Ich habe es dir gesagt, Erla Wehmer. Dieses Mädchen wurde von den Geistern mit einer besonders wertvollen Gabe gesegnet. Gott, seid ihr alle hässlich. Offensichtlich. Oder Moondance hat sich verliebt. Oder vielleicht beides. Ah. Und ich fange an, mich richtig in dich zu verlieben, Moondance. Und auf, jeder verliebt sich in jeden. Elia, nimm ein Pferd und setz das Training mit ihr fort. Hallo? Diese Cowboy-Purzelbäume sind nichts mehr für mein Alter. Ich hab dem Pferd gerade meinen Sattel aufgesetzt und der ist schon voll abgefreakt abgegangen. Ich kann doch das jetzt nicht einfach reiten, oder doch, ja? Komm, spring einfach mal rauf. Scheißegal. Was ist denn los mit dir, Spiel? Geht ja gar nicht. Guck mal, ich möchte das Spiel speichern. Ja, ich möchte mal speichern. Speicherstand Nummer 1. Ja, das möchte ich. Meister Ski. Der Peggy in die USA. So. Und jetzt? Ich muss mit ihm hier sprechen, mit dem komischen. Wenn du soweit bist, können wir mit dem Training... Wir beginnen! In weniger als 7... Oh. Runden im Steinbruch machen, um zu sehen, ob du ihn gut fühlst. Das ist doch kein Steinbruch. Was ist los mit euch, ihr Wahnsinnigen? Ich will nicht immer hinter dir herreiten, du Pfosten. So. So machen wir das. Ach, ich muss im Trab reiten, okay. Ja, und im Schritt. Ja, ich reite ja schon im Schritt. Mein Gott, ich habe keinen Bock auf Schrittreiten. Ach, 6 Punkte brauche ich, oder was? Nein, 200. Achso, ich habe 6. Oh, ja, 6.
Wieso ist dein Schritt schneller als meiner, du blöder Indianer-Type, du? Das kann ja wohl unmöglich wahr sein. Und jetzt soll ich 200 Punkte kriegen innerhalb von 6 Minuten? Jetzt wollte ich gerade fragen, wie lange das jetzt gehen soll, aber es geht anscheinend 6 Minuten. Man könnte meinen, er sei ein Schulpferd. Komm bitte. Wir versuchen einen kleinen Ausritt. Ja. Oh, wie du mich nervst. Oi, der Schwede. Das ist ja... kannst du mal... Auf! Verdammt nochmal, pack dich nicht in mir fest, du Wahnsinniger. Was soll denn der Scheiß? Ich will jetzt hier reiten.